Nachdem wir im ersten Teil unseres Videos die Zeit vor Falcos Durchbruch bereits genauer unter die Lupe genommen haben, ist es an der Zeit, sich an den Höhepunkt seiner Karriere und seinen tragischen Tod zu erinnern. Doch nicht alles, was Falco anfasste, wurde auch zu Gold. Seine Flops setzten dem Wiener Berichten zufolge zu und befeuerten seine Selbstzweifel. Neben Falcos Drogen- und Alkoholproblem war auch sein Familienleben von Krisen gekennzeichnet. Seine Ehe zu Isabella Witkowitsch scheiterte 1989 bereits nach kurzer Zeit. Katharina, von welcher Falco glaubte, sie sei seine Tochter, entpuppte sich durch einen Vaterschaftstest nicht als sein leibliches Kind. Bis zu seinem Tod blieb Falco ein Liebes-Happy End verwehrt. 1996 verlobte sich Falco mit Caroline Perron. Knapp ein Jahr vor seinem verheerenden Unfall trennten sich die beiden, laut Caroline aufgrund seiner anhaltenden Suchtprobleme. Am 6. Februar 1998, nur 13 Tage vor seinem 41. Geburtstag, starb Falco bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Als der Sänger von einem Parkplatz fahren wollte, wurde sein Auto von einem Bus gerammt. Bei der Obduktion fand man Alkohol, Kokain und Marihuana in seinem Blut. Den Erfolg seines Albums Out of the Dark, Into the Light, welches Falcos Comeback perfekt machen sollte, konnte der Kultösterreicher nicht mehr miterleben. Das Werk wurde 1998 postmortem released. Doch auch Jahre nach seinem Tod bleiben Falcos Hits. Das beweist auch eine Übersicht des Musikstreaming-Dienstes Spotify. Und so teilte Falcos offizielle Facebook-Seite Ende 2018 den Jahresbericht des Künstlers, der zeigt, seine Musik wurde 50 Millionen Mal gestreamt, 2 Millionen Stunden abgespielt und das in insgesamt 65 Ländern. Beweis genug, dass sich Falco in seiner kurzen Schaffenszeit ganz klar unsterblich gemacht hat.